Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich, dass unserem Sonne die gesamten Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Diese Bewegung nennt man Präzession, das wird berücksichtigt. Es ist eine andere Berechnung, nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden oder jetzt bei Jahreshoroskop, wo sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Horoskopen. Liebe Ariadar, ich grüße dich. Das ist dein Jahreshoroskop. In diesem Bild siehst du dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild ändert sich nicht. Das bleibt so stehen. Und zeigt die Sternenhimmel über dich in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Wie ein Momentaufnahme. Es ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Und es zeigt die Landkarte deiner Seele. Es gibt Lebensbereiche, was für dich wichtig sind, dort, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden in diesem Geburtshoroskop. Das ist deine Persönlichkeit, die Transformation, die Spiritualität, die Kontakte zum Ausland oder eine höhere Bildung, Respekt, Ansehen, die Berufung zum Leben, deine Wünsche, Vorstellungen, Leben, deine Träume und die tiefen Geheimnisse des Lebens zum Erkennen. Das sind für dich wichtige Themen. Wie ich schon sagte, dieses Bild bleibt. Was aber sich ändert, das bist du, weil du machst in dein Leben Lebensschritte und bewegst du dich in 7 Jahren Periode. Alle 7 Jahre hast du andere Themen, bewegst du dich auf einen anderen Boden, andere Themen sind wichtig, auch andere Begegnungen, weil das wird dann beleuchtet. Du befindest dich momentan in einer Wiederphase und das heißt, viele Veränderungen, Neuanfang, plötzliche Ereignisse, viel Bewegung, viele Dinge begeistern dich zurzeit. Und das dauert bis dein 42. Lebensjahr und dann übergehst auf dem Stierperiode, dann kümmerst um die Finanzen, dann findest deine Ruhe, kannst mal das Leben genießen und ist wichtig Sicherheit und Stabilität. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch, wobei bei Sonne muss ich das genau beschreiben, die Bewegung macht eigentlich unserem Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Die Sonne hat auch eine gewisse Bewegung, das, was ich Anfang erzählt habe, diese Präzession. Aber was ich hier meine, bei diesem Einfluss ist eigentlich die Bewegung unserem Planet Erde, aber wir sprechen über eine Sonnenbewegung. Und diese Bewegung, auch die Bewegung der Planeten, Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen, oder Wandelsternen, löst diese Bewegung in ein Horoskop was aus. Ich starte März 2019 mit Pluto, das ist der letzte Planet unserem Sonnensystem. Pluto
zeigt unserem inneren Kraft auch, wie wichtig ist das Loslassen, Trennen, Verabschieden von allem, was diese Kraft raubt, und auf den Wesentlichen konzentrieren. Pluto bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Schütze, bleibt auch ganzes Jahr im Schütze, sogar nächstes Jahr, und aktiviert bei dir hier bei zweiten Lebensbereich deine Werte, dass du Macht zeigst und verlangst Wertschätzung, dass du zu deinen Werten stehst, weil das gibt dir die innere Kraft. Außerdem auf die Finanzen konzentrieren. Neptun zeigt deine Träume, deine Visionen. Wie kannst du das umsetzen in Tat? Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann, und genau das gibt dir momentan die Basis, die Fundament, oder du gründest etwas, was deine Träume entspricht. Aber diese Neptun-Energie hat einen Einfluss auf deine Wohnsituation. Neptun ist undurchschaubar. Es kann wirklich so wirken, dass hier deine Träume leben kannst. Ein traumhaft schöne Wohnung. Oder du gründest etwas wie deine Selbstständigkeit und lebst deinen Traum. Wenn du das nicht zulässt oder blockierst es mit Angst oder anderen sagen, träum nicht so viel, sei bodenständig, und du verlierst diesen sicheren Boden, dann natürlich wird das nur eine Gedanke, eine Idee, ein Traum, und platzt dieser Traum und dann fühlst du dich enttäuscht, unzufrieden. Also achte auf deine Träume und nimm das auch bewusster wahr und glaube daran. Und du hast einen persönlichen Bezug zum Neptun-Energie, weil Neptun befindet sich in dein Geburtshoroskop, in dein Aszendent, und bewegt sich gerade im tiefsten Punkt, was dir momentan die Fundament, die Basis gibt. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, löst unerwartete Ereignisse aus, ungewöhnliche Begegnungen, und das erlebst du hier im Arbeit, weil Uranus befindet sich immer wieder. Saturn ist der Planet der Karma, Planet der Schicksal, und hilft uns, unserem Leben im Griff bekommen, dass wir Ordnung haben, Sicherheit, Stabilität. Es ist nicht immer einfach, dieser Saturn-Einfluss, weil Saturn belehrt uns. Und es kann manchmal unangenehm sein. Saturn befindet sich auch im Schütze, und das ist gerade deine Lernaufgabe, zu deinen Werten stehen. Deine Lernaufgabe ist, alles in Besitz nehmen, was für dich wertvoll ist, und um die Finanzen kümmern. Jupiter vergrößert immer etwas. Und Jupiter bringt auch Glück in unserem Leben, Glück, Möglichkeiten, Chancen. Und Jupiter befindet sich gerade in Skorpion. Und das wirkt auf dich persönlich. Alle 12 Jahre ist Jupiter hier. Also kannst du vielleicht nachdenken, was war vor 12 Jahren? Wie hast du das vor 12 Jahren erlebt? Was passierte in dein Leben? Weil das dich persönlich trifft. Jetzt hast du wieder Jupiter-Einfluss, mehr Möglichkeiten, mehr Chancen in dein Leben. Jupiter sorgt auch für die Gerechtigkeit, dass du deine Rechte bekommst. Zeigt auch die Ungerechtigkeiten, dass du auch die Augen öffnest. Jupiter vermehrt etwas. Natürlich hier, wo auch um dein Aussehen handelt, kann natürlich auch
bedeuten, dass in einer Jupiter-Einfluss Schwangerschaft eintritt oder dass man ein bisschen zunimmt. Mars bewegt sich immer wieder und das heißt, da setzt du deine Kraft ein. Kann auch bedeuten, dass Sport, Bewegung zu deinem Alltag gehört. Aber bedeutet diese Mars-Energie eine Begegnung mit einer männlichen Person? Und das ist im Alltag oder im beruflichen Umfeld, das kann auch sein Beruf sein. Venus ist die weibliche Energie, zeigt dich als Frau, aber Venus bedeutet auch anderen Frauen, gerade wenn das um einen Transit geht. Venus bedeutet noch etwas Kunst, Kreativität, Schönheit, Ästhetik, Harmonie, dass du etwas verschönerst oder etwas in Harmonie bringst oder hast du Begegnung mit anderen Frauen oder achtest auf deine Weiblichkeit. Aber Venus bedeutet auch Liebe. Venus ist im Tierkreiszeichen Steinbock. Das löst aus, zum Beispiel, dass du dich behauptest gegen deinen Konkurrenten oder Rivalinnen. Kann auch bedeuten, dass du Kontakt hast mit einer weiblichen Person, entweder in deiner Familie oder durch Internetmedien. Kann auch bedeuten, dass du kreativ bist und das bringst in die Öffentlichkeit und bist in Medien unterwegs oder lernst etwas Neues. Merkur zeigt die Handlungen und Kommunikation, aber auch Terminen, Verträgen. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und das bedeutet entweder Kontaktgespräche mit Kindern, Jugendlichen oder Nachdenklichkeit über deine eigene Kindheit. Merkur zeigt die Zeit, die Kindheit und Jugend. Sonne zeigt immer die Monatsthemen und März hast du die Sonne in Wassermann. Monatsthema ist dein eigenes Zuhause oder die Basis, die Fundament. Eine Rückläufigkeit bedeutet, wenn ein Planet rückläufig ist, dass etwas gebremst wird. Geht es nichts voran oder nur langsam, so zäh. Diese Rückläufigkeit kann auch etwas auslösen, dass wir für einen Moment stehen bleiben sollen und zurückblicken oder noch etwas überprüfen und erst dann handeln, Schritte machen. Dann geht alles viel einfacher voran, weil wir müssen etwas noch aufräumen. Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit, oft karmischen Themen oder kann auch auslösen die Erinnerungen, auch dass jemand meldet sich von Vergangenheit. Ab 6. März ist Merkur rückläufig. Das sind Gespräche, Kontakte, kann bedeuten, dass das nichts vorangeht zurzeit oder dass sich jemand meldet von Vergangenheit. Jetzt die Mondpositionen. Ich kann das nicht jeden Tag beschreiben, sonst würde diese Aufnahme zu lang, aber Vollmond, Neumond, Halbmond, was löst es aus, in welchen Lebensbereichen? Jetzt sind wir schon Mitte März und nähern wir zum Ende März, also die nächste wichtige Datum ist 28. März 2020. 19 ist Halbmond in Skorpion. Ein Halbmond löst Spannung aus. Entweder Unsicherheit oder Nervosität oder in Umgebung ist jedes so durcheinander und hektisch und das löst hier aus. Dieser Halbmond in Skorpion, deine eigenen Unsicherheit. Oder dass du ein bisschen nervös bist oder anderen nerven dich in diesem Tag. Das kann sowas auslösen. Und jetzt übergehen wir auf Monat April.
Mars befindet sich im Stier. Und das bedeutet, du setzt dich ein für die Liebe, Partnerschaft, aber auch eine Begegnung. Mars ist der Mann und hier im Bereich Liebe, Partnerschaft, da sind die Chancen, mit jemandem begegnen oder lebst die Partnerschaft. Also das spielt gerade eine große Rolle. Wenn du alleine bist, dann hast du jetzt die Chancen, jemanden kennenlernen. Jupiter übergeht in den Tierkreiszeichen Schütze und zeigt Vermehrung, auch Glück in Finanzen. Vorausgesetzt ist, du bist mit deinen eigenen Werten bewusst, mit deinen inneren Sonne. Jupiter zeigt auch die inneren Sonne, deine Größe. Sonne ist in Tierkreiszeichen Fischen, das ist die Monatsthema Kinder oder dein inneren Kind oder deine Kreativität, dein Leben schöpferisch gestalten oder deine Lebensfreude, dass du diese Fröhlichkeit, diese Lebensfreude lebst. Merkur ist rückläufig in Tierkreiszeichen Wassermann. Und das kann bedeuten, Rückläufigkeit auch, dass du im Rückzug bist, zu Hause, das zeigt auch deine Wohnsituation. Und lernst du etwas oder liest du ein Buch? Merkur hat auch mit Wissen etwas zu tun, auch mit Kommunikation, aber auch mit Büchern, mit Literatur auch was zu tun. Oder bedeutet auch oder kann auslösen, dass du auf einen Vertrag wartest und das hat mit Einrichtung oder mit deiner Wohnsituation etwas zu tun. Venus ist auch in Wassermann und das bedeutet entweder ein Besuch von einer weiblichen Person oder dass du verschönerst etwas zu Hause. 11. April wird Jupiter rückläufig. Das kann bedeuten, etwas kehrt zurück von Vergangenheit und damit hast du Glück, Möglichkeiten, Chancen. Oder dass du deine Träume verwirklichen möchtest, schaust deinen Chancen und gerade hast du das Gefühl, das ist wie gebremst alles, geht nicht so nach deinem Wunsch voran. 25. April wird Pluto rückläufig, das ist auch die Nachdenklichkeit, was sollst du kündigen, was sollst du beenden, was sollst du loslassen. 30. April ist Saturn rückläufig, das hat einen Einfluss auf dein Schicksal, diese Rückläufigkeit sind die Erinnerungen. 5. April ist Neumond in Fischen, ein Neumond bedeutet, dass Mond unsichtbar ist. Warum? Weil Mond hat kein eigenes Licht, sondern Mond empfängt die Licht von der Sonne und ein Neumond treffen sie sich die beiden und die Sonne kann den Mond nicht beleuchten. Also für uns, für unsere Wahrnehmung ist Mond in diesem Abend unsichtbar. Und das hat auch eine Bedeutung, weil wir brauchen die Licht, also wir sollen die Licht in unserem Inneren suchen. Und auch finden, das ist der Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation, die Klarheit bekommen über etwas und unserem inneren Stimme, unserem inneren Gefühl sagt das, wo liegt die Wahrheit oder in welche Richtung sollen wir gehen. Und diese Nachdenklichkeit oder Meditation ist wichtig bei einem Neumond. April hast du im 5. April. 5. April ist Neumond in Fischen und löst hier die Themen auch mit Kindern oder dein inneren Kind oder nachdenklich zu sein, wo ist deine schöpferische Kraft, was möchtest du erreichen, wie willst du das gestalten alles. 12. April ist Halbmond in Zwillinge, das ist eine gewisse Unsicherheit. Hier löst bei Transformation etwas aus, wo du weißt nicht, soll ich nicht das beenden, loslassen.
oder es ist schwierig, die Gefühle zu transformieren, weil die Angst, Zweifel ist doch da. 19. April ist Vollmond in Waage. Vollmond bedeutet, es wird etwas beleuchtet und da sollen wir genau hinschauen. Und du sollst in die Tiefe schauen, die tiefe Geheimnisse des Lebens erkennen. Oder es ist etwas hinter deinem Rücken. Vielleicht hast du geheime Feinde, die begegnen uns. Wir begegnen damit auch in unserem Leben. Und das mal genau überprüfen, das mal auch da genau hinschauen. Mai 2019. Jupiter ist rückläufig und kehrt zum Skorpion zurück. Merkur und Venus ist in Fischen. Entweder ist das Gespräch über Kinder oder Kinderwunsch, kann auch bedeuten, dass du Gespräche hast mit einer Frau und du kennst von Kindheit oder Jugend, kann auch bedeuten, dass hier handelst und gestaltest etwas schöpferisch oder genießt du die Liebe, diese Leidenschaft, die Lebensfreude. Diese Themen kann das auslösen. Venus und Merkur ist in Fischen, genau, und Sonne befindet sich im Widder. Monatsthema ist dein Alltag, deine Gesundheit, die Arbeit. 4. Mai ist Neumond in Widder. Rückzug, Nachdenklichkeit, wo ist deine Berufung? 12. Mai ist Halbmond im Krebs, eine gewisse Prüfungsangst. Das kann in die Schulung sein oder die Schule des Lebens. Kann ich das überhaupt bewältigen? Schaffe ich das alles? Sowas löst es auch aus. Oder Spannung im Ausland, Reisen, Auslandskontakte. 12. Mai ist Vollmond in Waage. Wieder beleuchten die tiefe Geheimnisse des Lebens. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock. Da kommt eine gewisse Unruhe, Nervosität, Spannung mit Verwandten, mit Nachbarn oder in Medien. Juni 2019. Sonne und Merkur ist im Stier. Das sind Gespräche mit deinem Partner oder über Partnerschaft. Wichtige Monatsthema ist Liebe, Partnerschaft. Mars ist in Zwillingen. Das heißt, entweder Thema Sexualität ist wichtig in diesem Lebensbereich oder dass du in deiner eigenen Kraft bleiben sollst und die Transformation, alles loslassen, trennen, die das, dieser Kraft raubt. Das kann auch anderen Personen sein. Und hier hast du auch ein Mars-Wiederkehr. Und das löst auch etwas aus in dein Geburtshoroskop, deinen Themen, deinen Grundthemen. Und das ist deine eigene Kraft. Du sollst in deiner eigenen Kraft bleiben. Und wenn jemand versucht, dich schwächen oder dich ausnützen und du verlierst den Kraft, hier ist wichtig, auch mal Grenzen setzen, Nein zu sagen. Und das löst diese Mars-Wiederkehr auch aus. Aber das kann auch ein Mann sein und andere Themen wie zum Beispiel Liebe, Leidenschaft. Aber hier handelt es sich oft auch mit erbschaftlichen Themen oder ämtlichen Themen. Und da brauchst du auch deine Kraft.
Venus befindet sich im Widder. Und das kann bedeuten, du lebst deine Kreativität in Arbeit, kann auch bedeuten, du gehst zum Frauenarzt, kann auch bedeuten, du hast Kontakt mit einer Frau im Bereich Arbeit, entweder in deinem Arbeitsplatz oder du kennst diese Frau durch ihren Arbeit, aber bedeutet auch deine Kreativität. Juni passiert etwas sehr Wichtiges. Rahu und Ketu habe ich noch gar nicht erwähnt. Ab März bewegt sich Ketu im Schütze und Rahu in Zwillingen. Ganzes Jahr und nächstes Jahr auch noch. Und Rahu und Ketu bedeutet Karma. Rahu und Ketu bildet sich eine Drache. Und unserem Seelenreise, was unserem Seele wichtig ist, diese Erfahrungen zu machen, in diesem Weg zu gehen, hat eine große Aufgabe. Diese Drache vereinen. Diese Drache ist getrennt. Die Kopf wurde abgeschnitten. Und das sind zwei Teile. Ein Teil, und das ist Ketu, ein Teil symbolisiert die Vergangenheit, alten karmischen Erinnerungen oder Themen, das kennen wir. Ketu kennen wir, diese Drachenkörper kennen wir. Was aber fehlt, das ist der Kopf der Drache. Das fehlt in unseren Lebenserfahrungen, unserem Lebensweg und das, was die Seele eigentlich sucht, weil dann fühlen wir uns vollständig. Das befreit auch. Und diese beiden Mondknoten bewegen sich auch und zeigen die aktuellen karmischen Themen, aktuellen karmischen Erinnerungen, aber auch die Suche nach einer Lösung oder einer Verbesserung. Und hier haben wir auch Aufgaben. Ketu, die Erinnerungen, ist im Schütze. Und das, was dir fehlt, gerade was du lernst, das ist die Transformation in Zwillinge. Und diese Thema, diese karmischen Themen hast du dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch. Und Juni passiert etwas sehr Wichtiges. Saturn in Tierkreiszeichen Schütze ist rückläufig. Saturn ist der Planet der Karma, hütet die Akasha-Chronik. Ist rückläufig, hat mit Vergangenheit was zu tun. Pluto ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Was muss loslassen? Wovon sollte man trennen? Wie könnte man in Kraft bleiben? Wie sollte man da aufräumen? Und Ketu zeigt auch alte Karma. Diese drei, ein rückläufiger Saturn, ein rückläufiger Pluto und Ketu bilden sich eine sogenannte Konjunktion im Schütze. Und das heißt, sie treffen sich und wirken gemeinsam. Und hier löst karmische Themen aus am Juni 2019. Und natürlich, hier handelt es sich um dein Selbstwertgefühl und um deine Finanzen. 22. Juni ist Neptun rückläufig. 3. Juni ist Neumond im Stier, nachdenklich sein über die Liebepartnerschaft oder Rückzug mit deinem Partner. 10. Juni ist Halbmond im Löwe, hier ganz oben. Das kann bedeuten, dass du das Gefühl hast, du bist immer übersehen, du bekommst zu wenig Anerkennung oder Spannung in beruflichen Situation oder die Unsicherheit, du weißt nicht, wo deine Berufung liegt. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion, das ist dein voller Glanz und das sollst du nach außen zeigen. Diese Auftreten brauchst
25. Juni ist Halbmond. In Fischen eine gewisse Spannung mit Kindern, Jugendlichen. Oder du lässt nicht zu, diese Lebensfreude, bist zu streng zu dir selbst oder anderen sind streng zu dir, kann auch auslösen. Juli 2019. Sonne und Venus ist in Zwillingen und das ist die Monatsthema, die Transformation, deine Liebe, deine Weiblichkeit, auch die Sexualität leben, diese Lebensfreude. Merkur und Mars ist im Krebs. Das kann bedeuten, dass du auf die Reise bist und begegnest du dich mit einer männlichen Person. Kann auch bedeuten, hast du eine Prüfung und du musst deine Kraft einsetzen. Kann auch bedeuten, dass du Kontakte hast aus Ausland, bekommst du eine Nachricht von einer männlichen Person. 8. Juli ist Merkur rückläufig. Die Gespräche, die Termine gehen nicht voran. Oder du sollst noch etwas überprüfen, aber löst auch aus, dass jemand meldet sich von Vergangenheit. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen, Rückzug und überlegen, was sollst du loslassen, wie kannst du deinen Gefühlen transformieren, Angst, Zweifel, Unsicherheit überwinden. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. Eine gewisse Spannung im Freundeskreis oder du hast deine Wünsche, Hoffnungen und zweifelst daran. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze. Mondfinsternisse haben immer mit karmischen Themen was zu tun. Und da kommen natürlich die karmischen Erinnerungen. 25. Juli ist Halbmond in Fischen, eine gewisse Spannung mit Jugendlichen, mit Kindern oder die Erinnerungen an deine eigenen Kindheit löst vielleicht Unsicherheit aus. Oder du möchtest dein Leben schön gestalten, kreativ zu sein, diese Lebensfreude haben und jemand ist streng zu dir oder kritisiert dich oder du selbst bist zu streng. August Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Monatsthema ist Reisen. Ausland, Auslandskontakte, Mars und Venus sind die beiden Liebesplaneten hier auf eine Reise. Und Merkur ist in Zwillingen. Merkur hier in Zwillingen. Bei diesem Lebensbereich, im 8. Lebensbereich, hast du Themen mit Ämtern oder hast du wichtigen Verträgen oder musst du auf diesen Verträgen kümmern, Terminen ausmachen, kann auch Erbschaft sein. Und hier Mars, Venus ist die Liebe, die Sonne zeigt auch die Lebenskraft, die Lebensenergie, das ist Auslandskontakt oder diese Liebe ist auf einer Reise. 1. August ist Neumond im Krebs und das heißt hier nachdenklich zu sein, wo geht die Reise hin? Das ist auch die innere Reise, wo ist mein Platz im Leben? Was für Sinn hat mein Schicksal, mein Leben? In welche Richtung soll ich mich orientieren? 7. August ist Halbmond im Waage. Eine gewisse Spannung und dann ist es auch gut, wenn hier Nervosität da ist oder Unsicherheit, eher zurückhaltend sein, die Ruhe bewahren.
15. August ist Vollmond im Steinbock. Hier wird klar die Kontakte mit Verwandten, mit wem möchtest du den Kontakt pflegen. Oder du lernst etwas und es ist dir klar, wie vermittelst du dieses Wissen oder welchen Wissen möchtest du aneignen, welchen Austausch hast hier. 23. August ist Halbmond im Widder. Das natürlich beeinflusst die Gesundheit und das ist eine gewisse Nervosität oder Unruhe, Unsicherheit, was die Arbeit betrifft. 30. August ist Neumond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt und du hast einen Bezug zum Regulus, das ist dieser königliche Stern, der Stern der Könige, das Herz der Löwen. Was ist dein Herzensangelegenheit? Und bei diesem Neumond, dieser Nachdenklichsein, wo ist dein Platz im Leben? Wie bekommst du Anerkennung? Wo liegt deine Berufung? Was sagt dein Herz dazu? September 2019. Mars, Venus, Merkur, Sonne, alles ist im Löwe. Also das wird für dich sehr wichtig sein, Anerkennung zu bekommen, Respekt erhalten, Ansehen und deine Berufung. 19. September wird Saturn direktläufig. Das heißt, bis dahin ist rückläufig, sind alten Themen zum Aufräumen, auch Erinnerungen. Dann ab 19. September dreht sich alles und bewegt sich vorwärts. Und da kannst du einiges in Bewegung setzen. Das hängt mit deinem Selbstwertgefühl zusammen. Oder das im Besitz nimmst, alles was für dich wertvoll ist. Und die Finanzen gehören natürlich auch zu dieser Thematik hier. Und gleichzeitig deine Berufung, Leben, Anerkennung bekommen, Respekt verlangen, all das. Und das dreht sich die Richtung. Es geht alles voran. 6. September ist Halbmond in Skorpion, eine gewisse Unsicherheit, unsicheres Auftreten. 14. September ist Vollmond im Wassermann. Klar und deutlich erkennen, wo möchtest du wohnen? Wie ist deine Wohnsituation? Was möchtest du da verändern? Oder möchtest du etwas gründen? Du brauchst hier die Basis, die Fundament. 22. September ist Halbmond im Stier, Unsicherheit, was die Liebe betrifft. 28. September ist Neumond im Löwe, nachdenklich sein, was kannst du erreichen beruflich, wie erreichst du deine Ziele. Oktober, Merkur ist im Waage. Hier handelt es sich um Gespräche, zwar geheime Gespräche. Das löst aus entweder, dass jemand erzählt ihre oder seine Geheimnisse. Wichtig ist auch, deine Geheimnisse bewahren und schweigen. Kann auch bedeuten, dass du geheime Feinde hast und sie reden hinter deinem Rücken. Aber Merkur bedeutet auch Wissen, die tiefe Geheimnisse erforschen. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau und das ist die Monatsthema. Liebe Partnerschaft, deine Wünsche, deine Hoffnungen nicht aufgeben, deine Träume leben. Aber kann auch bedeuten, dass du die Liebe lebst in einem Freundeskreis oder in einer Gruppe mit gleichgesinnten Menschen, wie zum Beispiel ein Sportverein und da hast du die Begegnung. Sowas kann das auch auslösen. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze.
In diesem Tag sollst du nicht investieren, auch nicht einkaufen, auch nichts unterschreiben, was mit den Finanzen was zu tun hat. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen. Im Klaren sein, was möchtest du gestalten im Leben oder mehr Bewusstsein über deine Kinder. Möchtest du das Mutter zu sein oder wie ist die Bezug zu deinen Kindern? Also Thema Kinder auf jeden Fall. Und das ist ein wichtiger Tag, dass das auch mal da genau hinschauen, das mit dir klären. Aber das betrifft auch deine eigenen Kindheit, die Erinnerungen. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillingen, hier wo um die Transformation geht, das Loslassen, wo diese Unsicherheit kommt, soll ich nicht das beenden oder es ist schwierig, Angst loslassen, aber löst auch Themen aus wie Ämtern und in diesem Tag Termin ausmachen ist nicht günstig. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau und das ist eine gewisse Nachdenklichkeit über deine Hoffnungen und Wünsche und auch bei Freundschaften. Wen kannst du vertrauen, wen nicht, Spreu von Weizen trennen. November 2019. Sonne ist im Waage. Sonne bedeutet auch Lebenskraft. Und du kannst diese Lebenskraft zeigen, wenn du auch die Ruhe bewahrst. Das ist auch wichtig, weil in Ruhe liegt auch die Kraft. Oder erkennen die Geheimnisse. Oder klar und deutlich sehen, was passiert hinter geschlossenen Türen. Mars ist im Jungfrau. Du setzt dich ein für deine Wünsche, für deine Träume, deine Hoffnungen. Aber kann auch bedeuten, dass hier eine Begegnung ist mit einem Mann im Freundeskreis oder dieser Mann entspricht gerade deinen Träumen. Merkur und Venus ist im Skorpion. Du zeigst deine Weiblichkeit, kann auch bedeuten, dass ändert sich etwas in dein Aussehen, neue Frisur oder anderen Kleider, anderen Auftreten und hast auch mehr Gespräche. Zwischen 1. und 20. November ist Merkur rückläufig, ab 21. November ist wieder direktläufig, geht alles wieder voran, ändert sich die Richtung. 28. November wird Neptun direktläufig und bewegt sich etwas. Das heißt, es beginnt deine Träume zum Leben, vorausgesetzt ist, du glaubst daran, du vertraust es. Oder zeigst du deine Kreativität und es geht voran, das wird auch wahrgenommen. 4. November ist Halbmond im Steinbock, eine gewisse Spannung mit Verwandten, Nachbarn oder im Internet. 12. November ist Vollmond im Widder, das beleuchtet die Arbeit und Gesundheit, das wird etwas geklärt. 19. November ist Halbmond im Krebs, wieder eine gewisse Prüfungsangst oder Spannung im Ausland, bei Reisen. 26. November ist Neumond im Waage und das ist die Rückzug und Nachdenklichkeit, in die Tiefe zu schauen, tiefe Geheimnisse erkennen. Dezember 2019. Mars bewegt sich im Waage. Merkur auch. Und das löst aus, entweder eine männliche Person erzählt etwas über seine Geheimnisse
Oder du begegnest mit einem Mann und das sollst du dir bewahren, behüten und schweigen, niemand davon erzählen. Das sind deine Geheimnisse. Kann auch bedeuten, dass hinter deinen Rücken sprechen über dich und es gefällt dir nicht und dann setzt du deine Kraft ein und wehrst du dich. Sonne ist in Skorpion. Dein Monatsthema ist deine Selbstdarstellung, aber auch dein Auftreten, dein Aussehen. Du selbst stehst hier im Mittelpunkt und bist auch wahrgenommen. Venus ist im Schütze und das kann bedeuten, du hast Glück in Finanzen, Gewinnchancen, kann Venus sowas auch auslösen, oder dass du Geld ausgibst für schöne Dinge. 4. Dezember ist Halbmond in Wassermann, das ist eine gewisse Spannung. Oder du fühlst du dich unsicher, du verlierst den Boden unter deinen Füßen. 12. Dezember ist Vollmond im Stier, etwas klärt sich auf in die Liebe Partnerschaft. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, hier. Das kann auslösen, dass du das Gefühl hast, du bist nicht richtig wahrgenommen, bekommst zu wenig Anerkennung oder du weißt nicht, wo deine Berufung ist oder eine gewisse Spannung im Arbeit. 26. Dezember ist Neumond im Schütze, Nachdenklichkeit, was ist für dich wertvoll, dann auch über deinen eigenen Werte und über Finanzen nachdenken. Januar 2020 Jupiter übergeht in Tierkreiszeichen Schütze und bleibt ganzes Jahr hier im Schütze und das löst bei dir Gewinnchancen auch. Jupiter bringt Glück und vermehrt etwas. Da hast du die Chancen, Möglichkeiten, deine Finanzen vermehren. Merkur ist auch im Schütze. Das kann auslösen, dass du lernst, besser mit Geld umzugehen oder unterschreibst einen Vertrag und damit hast du auch Glück und bringt dir auch Gewinn. Sonne ist auch im Schütze, also es ist ein wichtiges Monatsthema, Werte und Finanzen und Venus ist im Steinbock. Venus übergeht im Steinbock. Jupiter, Merkur, Sonne ist im Schütze. Und hier bei Venus im Steinbock in diesem Lebensbereich bedeutet, dass du als Frau musst du dich durchsetzen. Du hast hier Rivalinnen oder Konkurrenten oder du machst etwas Kreatives und das zeigst du in die Öffentlichkeit durch Medien oder hast du mit einer Frau Kontakt über Medien. Und Mars befindet sich in Skorpion, das heißt, du musst dich dann wirklich durchsetzen, deine Kraft zeigen, dich behaupten. Februar 2020. Mars bleibt noch im Skorpion, das gleiche Thema. Sonne ist im Steinbock, Monatsthema ist Wissen vermitteln, Wissen aneignen, dich behaupten gegen Konkurrenten. Und Venus und Merkur ist im Tierkreiszeichen Wassermann und das heißt, entweder verschönerst etwas zu Hause
oder unterschreibst du einen Vertrag, was die Inneneinrichtung betrifft oder ein Mietvertrag oder Kaufvertrag. Also handelt sich auf jeden Fall um dein eigenes Zuhause oder handelt sich um Immobilien. Und Venus zeigt Glück oder Schönheit, dass du etwas verschönerst. Und Merkur kann auch Terminen, Verträgen bedeuten. Kann aber schlicht einfach nur auslösen, du hast eine Nachricht von einer weiblichen Person oder sie besucht dich zu Hause und habt ihr ein schönes Gespräch miteinander. Liebe Ariada, das war dieser Jahreshoroskop. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.